Raus aus dem Film, Teil 10. Johannes und ich machten, dass wir aus dem Pool kamen. In der Eile und in der stockfinsteren Dunkelheit fanden wir natürlich unsere Kleider nicht. Wir tasteten tropfend mit Händen und Füßen selbst nach unseren Handtüchern. Aus dem geborgenen nachmittäglichen Bad war so etwas wie ein unfreiwilliger und störrischer Aufbruch geworden. Orientierungslos, unromantisch und zunehmend hektisch, nicht wissend, wie es enden würde. Irgendetwas klapperte jetzt ständig von oben, laut und metallisch. Ganz weit hinten vermuteten wir eher, als wir sahen, einen Lichtschein. Oder wünschten wir uns den? Ich wusste nicht so recht, ob ich die Strümpfe und Unterhosen von Johannes und er dafür meine Sachen erwischt hatte. Aber das war jetzt auch egal. Hauptsache, wir kämen hier raus. Hinten hörten wir Stimmen, hektischer, als wir Stimmen bisher gewohnt waren zu hören. Wir tasteten uns die Stufen und Wände entlang. Plötzlich fasste ich eine warme Hand, die mich sofort in die meine hinein bewegte. Und scheinbar dankbar war, eine andere Hand vorgefunden zu haben. Ich schrie auf, und dann antwortete eine weibliche Stimme, dass das Dach durch den Sturm halb abgeflogen und gleichzeitig der Strom ausgefallen war. Taschenlampen blitzten erbarmungslos um die Ecken. Jemand versuchte, das Kommando zu übernehmen, kriegsszenenartig. Johannes und ich, immer noch eher im Badekindermodus, nahmen uns jetzt an den Händen und gingen den Gang entlang und ließen uns nicht mehr los. Als wir spät abends alle zusammensaßen und das Licht wieder funktionierte und der große Ofen wärmte und alle etwas Gutes gegessen hatten, war uns klar, dass der Sturm das Blechdach an einer Ecke erfasst, die paar Schrauben aus den Balken gerissen hatte und damit auch der Strom vom Tal abriss. Der alte Dieselgenerator blubberte nun neuen Strom und Johannes und ich saßen immer noch Hand in Hand zusammen. Der Chef selbst, sein Stellvertreter, sowas wie der Hausmeister und noch zwei Helfer aus der Gruppe hatten das Blechdach notdürftig wieder instand gesetzt. Außerdem war der Sturm gut abgeflaut. Jetzt kam der Moment, wo sich Johannes und ich entscheiden mussten, ob wir weiter Hand in Hand, aber vor allen Dingen, ob wir weiter im näheren Bezug hier oben miteinander sein wollten. Ich war mir dessen sehr bewusst und hatte nicht so schnell vor, wieder eine neue Beziehung einzugehen. Von Johannes Hand spürte ich das allerdings nicht. Sie lag wie selbstverständlich warm und angenehm in meiner. Als ob die Hände füreinander bestimmt seien. Von weit hinten starrte mich André unangenehm an. Er war bei uns mittlerweile für sein Gespür und seinen Überblick, für einen beherzten Mut in entscheidenden Situationen und Augenblicken bekannt, und wir wussten, dass durch ihn immer wieder was anderes aus dem vorhersehbaren Ablauf geschehen konnte. Sein Blick war beharrlich und auch beharrlich hielt Johannes meine rechte Hand weiter. Kurz hatte ich den Impuls, meine aus seiner herauszuziehen. André sagte: »Wenn sich neue Bezüge ergeben, ist das etwas Typisches für uns Menschen. Wir suchen immer Andockmöglichkeiten, auf die eine oder andere Art. Offen für das Mögliche, Verführer oder Verführte, bereit oder weniger bereit. Nur das sagte er, nichts weiter. Johannes versuchte mir etwas in mein Ohr zu flüstern, aber ich neigte mich weg und stand dann auf. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen. Endlich wieder in meinem Zimmer. Ewald lag harmlos auf seinem Bett. Draußen schneite es weiter. Nein,
Ich wollte keine neue Beziehung. Ich wollte nur mit allen hier zusammenleben und nicht auf eine Person fixiert sein. Das war mir plötzlich klar. Lag es an der Bemerkung von André vorhin? Sicher lag es aber nicht an der Art von Johannes. Ich war müde. Nachts hatte ich einen seltsamen Traum. Das Dach des Almanwesens war im Sturm kilometerweit in die Luft gesegelt und ganz oben auf einer Bergspitze hängen geblieben. Es leuchtete dort flatternd im Wind. Johannes und ich mussten unter dem freien Himmel schlafen. Wir lagen in unseren Betten und starrten in den dunklen Nachthimmel. Schnee rieselte uns in die Augen. Wir lagen Kopf an Kopf. Meine Hände und Arme waren fest unter der Decke. Jedenfalls konnte ich sie nicht bewegen. Johannes hatte Tränen in seinen Augen. Ich hätte ihn gerne berührt, aber meine Hände waren wie gefesselt. Mir wurde kalt. Johannes drehte verzweifelt den Kopf zu mir. Ich hätte meinen Kopf auch gerne zu ihm gedreht, aber es ging nicht. Der Schnee wurde stärker und peitschte mein Gesicht. Es wurde immer mehr vom Schnee bedeckt. Schließlich wurde aus dem Schneepeitschen ein weicher Schneefall. Das Gesicht war nun ganz bedeckt, nur meine Augen waren noch geöffnet. Johannes wimmerte leise neben mir. Irgendwie schien er zu sterben. Ohne mich, die ich doch unmittelbar neben ihm lag. Es war unerträglich. Auf einmal sah ich, wie das Dach von weit oben am Berggipfel von der Spitze des Berges abriss und wieder zu uns hinuntergeflogen kam. Es flog wie ein Flügel, ein blecherner, großer Vogel. Es landete auf dem Haus und deckte sich auch über unseren Raum. Es wurde warm. Der Schnee war weg und Johannes und ich konnten uns wieder bewegen. Der Traum sollte mich noch einige Zeit beschäftigen. Ich wachte auf und hörte den ruhigen Atem von Ewald, meinem wirklichen Zimmernachbarn. Hätte ich Ewald nicht, diesen ruhenden Pol in unserem Zimmer.